So, hallo, wir machen weiter. Bei Hyrule Warriors, letztes Mal haben wir wieder angefangen, Missionen zu machen und sind da gerade am rumgucken, was wir alles noch so freischalten können, bevor wir die nächste Hauptmission machen. Und da ist einiges, was wir tun können, aber auch einiges, was wir nicht tun können. Das zum Beispiel geht wieder. Prima! Längerer Kombo-Angriff für Daruk. Daruk hat mal auch lange keine Mission mehr. Ich denke mal, ja, ich wollte es gerade sagen, der wird bald wieder kommen. Aber hier empfohlen ist Level 27. Ich kann aber auch mit Revali spielen. Ich werde es mal mit Revali probieren und hoffe, dass das Level reicht. Der harte Fels der Goronen. Also ich hoffe, es reicht mit Revali hier durchzukommen. Wir gucken mal. Weil Daruk könnte ein bisschen zu schwach sein mit Level 20 für empfohlenes Level 27. Revali ist genau richtig. Wir gucken mal, ob's reicht. Entschuldigung. Ich könnte auch einfach Sachen verkaufen, aber ich traue mich immer nicht. Ich weiß immer nicht, ob ich es dann nicht doch später brauche für andere Sachen, ne? Ob es manche Sachen gibt, die man nur verkaufen kann, die wirklich nur zum Verkaufen gut sind, ob die dann später auch mein Missionsmaterial sind. Das ist halt die Frage. Deswegen traue ich mich nicht zu verkaufen. Na, wie wenn ich jetzt Fische verkaufe. Fische zum Beispiel kann ich ja später in so Missionen einsetzen. Nicht in Missionen, aber halt um Sachen freizuschalten. Okay. In Ordnung. So, komm Maschine. Erobere die Vorposten. Okay, also viermal Vorposten erobern. Keine Zeitlimit. Das ist doch schon mal gut. Das ist doch schon mal ganz gut. Das sollte hinzukriegen sein. Das ist dann auch kein so Gegner-Spam wie gerade eben. In your face. Zack! Bumm! Der Sieg geht auf mein Kopf. Erster Vorposten eingenommen. Nee, ist ja gar kein Vorposten gewesen, oder? Ich glaube, ich war noch nicht mehr in dem Vorposten drinne. Lol. Ah, da hinten ist einer. Ja, moin. Ah, falsche Richtung. Ja, moin. Da hinten ist einer. Hier, oder was? Ah, okay. Das ist ein kleiner Vorposten. Das sollte nicht das Problem sein. Das war's. Leg hoch. Nehmt das. Da taucht jetzt doch bestimmt noch kein Moblin auf, sondern so ein großer von den anderen. Das war's. Ja, genau. Fühlt euch etwas an. Gar kein Problem. Seht und staunet. Ohne Gnade. So, mein Vorposten. Tschüss. Dann weiter im Programm. Auch wenn es gerade ein bisschen laggy ist. Es ist gerade richtig, richtig laggy. Holy moly. Und jetzt! Was ist denn hier kaputt? Der Sieg geht auf mein Konto! Nehmt das! Keine Kraft! Damit könnte man... Zack! Ich
Man sieht zwar nichts, aber man macht Schaden. Das ist voll okay. Schon wieder. Der lernt's auch nicht. Zack. Ab dafür. So. Keine Ahnung, ob das das Hauptquartier war. Ich glaube, da Daruk hier ist, war das das Hauptquartier. Wir haben es jedenfalls verteidigt. Da oben will ich rein. Jawohl. Aua. Die Rivali ist halt auch nur eine Maschine, wenn seine Stufe passt. Jawohl. So, wir halten mal das A. Wir halten mal das A, wenn der Typ gleich kommt. Ich sehe nichts. Das war's. Da ist er. Sehet und staunet. Ohne Gnade. So, mein Posten. Abflug. Halt da hinten gar nicht lang. Da hinten muss ich sogar lang. Au. Ja, aber ist doch okay mit dem Hauptquartier. Daruk ist doch da. Chillt halt mal. Ist doch nicht schlimm. Alter, wie weit ist das denn? Bin ich veralbern? Ist euer Ernst, dass ich bis da hoch muss jetzt? Alter! Yo! Ist okay. Ist okay, Mann. Hier muss ich rein. Alter! Aua. Komm, kühl dich mal ab, Kollege. Keinen Kopf. So. Ja. Der Sieg geht auf mein Konto. Stufe erhöht. Sehr schön. Das wollte ich lesen. Sehet und staunet. Ohne Gnade. Aber wie gesagt, man merkt schon, wenn man nicht die Stufe, wenn man ungefähr auf der empfohlenen Stufe ist, wie gesagt, es ist dann schon, es dauert schon deutlich länger. Die wirken, als wären sie stärker, aber die sind dann nicht stärker, man selbst ist nur schwächer. Wäre ich hier mit Link, würde es genauso schnell gehen, wie es sonst mit Link halt geht. So. Jetzt wechseln wir zu Daruk. Daruk soll das letzte Dings aufräumen. Das dürfte jetzt kein großer Gegner mehr sein, den Daruk da zu erledigen hat. Es dürfte nur eine kleine, genau, das ist hier oben gleich. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegt auch ein viel zu schwacher Daruk hin. Also stufentechnisch halt ein bisschen zu schwach, ne? Ja, das ist kein Problem, das kriegt er hin. Bin da guter Dinge. Da ist er schon, der Hauptgegner. Und zack. Das war's. Easy. Sehr schön. In Ordnung. Puh. Hatte nämlich keine Lust, mit Rivali jetzt nochmal den ganzen Weg zurückzufliegen. Wirklich nicht. Gut, dass wir zu zweit waren. Gut, dass wir zu zweit waren. So, damit levelt Daruk auch gleich noch ein bisschen hoch. Sehr schön. Oh, Rivali könnte, glaube ich, langsam Waffen-Upgrades vertragen. Bin mir nicht sicher.
wie viel der noch tragen kann. Aber wir haben halt nicht so viel Geld. Ich bräuchte mehr Geld, aber dann müsste ich wieder verkaufen. Und dann weiß ich wieder nicht, ob ich verkaufen kann. Na gut, wir gucken erstmal, was wir hier noch so haben. Das geht noch nicht. Hier ist keine weitere Mission. Hier ist die Hauptmission. Sonst ist hier auch nichts. Da ist noch was. Das kann ich machen. Wir nehmen, was wir kriegen können. Ja, bist du. Ein X mehr, was ein Y ist, aber egal. Das geht nicht. Das geht nicht. Ah, dafür ist Mifa ein bisschen zu schwach. Ich meine, wir könnten es probieren, aber... Das würde wahrscheinlich schief gehen. Ne? Okay, ich glaube, dann haben wir... Ach, hier sind Missionen, die ich noch nicht gemacht habe. Upsi. Upsi-dupsi. Empfohlenes Level 26. Verteidiger des Postens Mifa oder Revali. Ist es auch Mifa? Ne, das ist Daruk. Ah, zumindest ein bisschen leveln sollte ich sie. Boah, das ist für alles, sie ist für alles zu schwach. Ach, so ein Murks. Jo. Na gut. Also so ein paar Stufen kosten ja auch noch nicht die Welt, ne? Das ist ja das Ding. Es wird ja halt ein bisschen viel kosten, sie komplett hoch zu leveln, wie hoch Link ist. Ich denke, auf 30 kann ich sie mal bringen. So. Dann Daruk auf 30 sollte auch machbar sein. Jo. Okay. So, dann kann man jetzt erstmal die schnelle Lanze der Zoras machen. Auf geht's. Und die Hauptwaffen muss ich halt leveln. Wenn ich die Hauptwaffen level, werden sie auch nochmal stärker. Es ist ja nicht nur dieses Level, sondern auch das Level der Waffen. Das kommt ja noch dazu. No? Ja, ja. So ist das. Dun, 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 dun. Zack. Wie? Wie? Ah, die hat ja auch eine coole Attacke, diese Lanzenattacke, wo die alles so sammelt in einem Angriff. Wenn ich nicht mehr weiß, wie der ging. Prinzessin Mifa! Keine Zurückhaltung! Nicht gut! Ja. Ja. Alle. Ein Tor hat sich geschlossen. Okay. Aber ich bin ja schon mal richtig. Obere den Vorposten. Ja, ich bin ja definitiv richtig. Ich gebe nicht nach. Ah, oh, die Musik von Mifa ist so göttlich, ihre Kampfmusik. Ich meine, wie das Thema alleine von Mifa ist ja schon episch, aber das nochmal als Kampfmusik vereint. Holy moly. Einfach göttlich. So, wir gehen einfach direkt zum nächsten Vorposten, weil warum nicht? Ne? Ich muss es tun! Tschüss. Wir waren siegreich.
So sieht's aus. So, der Weg ist richtig. Perfekt. Ey! Da, da, ja. Auch die Truhe nehmen wir schnell mit hier. Ja. Da, da. Ja. Keine Zurückhaltung. Und dann geht's weiter. Einfach an allem vorbei, einfach nur zum Ziel hoch. Easy. Überall durch. Durch die 30 FPS Gegner. Holy shit, wie es leckt, ne? Uff. Selbst die Musik leckt halt schon so ein bisschen. In Ordnung! Versuchen wir es so! Nice. Wir waren sicher! Das hat richtig gepfeffert. Zu langsam. Das hat richtig gepfeffert. Nice. Ich beschütze alle. Da. Da. Und A ist wieder offen. Zack. Ich muss es tun. Ich darf nicht verlieren. Da. Da. Und das war's. Ja, das kühlt ab. Einer noch oder wo? Wo ist er denn? Da. Bam! Ja, der geht down, bevor ich meine Attacke bekomme. Sehr schön. Sehr schön. Hui. Jetzt hauen sie wieder ab. So, das war die schnelle Lanze der Zoras. Nämlich Mifa. Okay. Nice. 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 Gut, bitte keine neue Mission, bitte keine neue Mission, bitte keine neue Mission, bitte keine neue Mission. Gut. Okay, das geht alles immer noch nicht. Wo waren jetzt die anderen Missionchen? Doof. Irgendwo waren doch noch mehrere Spielmissionen. Wo waren die denn? Hä? Da! Ach ja, genau, hier in der Mitte. Auch wieder Mifa. Let's go. Let's go, Mifa. Let's go. Und die andere ist gleich drüber. Die finde ich dann das nächste Mal sofort. Kurz wieder trinken. Und, oh mein Gott. Das ist passiert. Oh Gott, ich will gar nicht wissen, wie sich das jetzt angehört hat. Oh mein Gott! Wie sich das jetzt angehört hat.
I'm sorry. Versuchen wir es so. Hier, ins Gesicht zurück an den Absender. Also die Vorposten müssen unbedingt gehalten werden. Muss ich jetzt 8 Minuten durchhalten oder was zur Hölle? Oha. Oder was muss ich tun? Wo bin ich überhaupt? Oh. Völlig falsch. Achso, hier der Vorposten muss gehalten werden und der andere, oder wie? Also hilft es dann, wenn ich dann den Gegnern schon entgegenkomme und sozusagen, weiß ich nicht. Hoppala. Und sozusagen, schon verhindere, dass die herkommen? Oder wie sehe ich das? Oder muss ich zu dem anderen Punkt auch noch hin? Oder ist es der andere Vorposten und da ist Rivali? Warte mal, Karte. Ja! Der andere Vorposten, da ist Rivali. Ich muss hin und her wechseln. Okay. Also halten müssen wir auf jeden Fall... Oh Mist. Das heißt, die Mission geht auf jeden Fall 6 Minuten lang, oder wie sehe ich das? Ja, das ist so mein Ding. Jetzt kommen nämlich, jetzt tauchen nämlich plötzlich neue auf. So, da kommen einfach mit der Zeit immer, glaube ich, neue dazu oder so. Keine Ahnung. Ach so, Moment, ich muss zu Rivali wechseln, ne? Rivali ist gerade in Bedrängnis. Da drüben kann es sein. Aber kriege ich eine Anzeige von dem anderen Ding? So. Weil wenn ich jetzt hier weggehe, also wenn ich jetzt wechsle, ne? Wait, hier sind schon der Viecher aufgetaucht. Ach so. Ich muss es tun. Die sind irgendwie an mir vorbei, oder was? Oder von der anderen Seite, ich weiß es nicht. Ich muss jetzt einfach noch 5 Minuten durchhalten. Ah. Das sind ja nicht so... Also so Aushaltemissionen sind ja jetzt nicht so mein Ding. Muss ich gestehen. Weil du hast halt dann auch keine Möglichkeit, dass die schneller geht. So, du musst halt einfach nur warten. Und wenn sie schief gehen, musst du alles nochmal machen. So, das ist dumm. Weiß ich nicht. So. Oh, da kommt schon der Nächste. Achso, die kamen von der Seite wahrscheinlich. Aua. Aua. So, das müsste den Goblin jetzt auch mitnehmen. Wir waren siegreich. Hier! Ich
Ich muss es tun. Ich darf nicht verlieren. Na. So. Okay, der Feuermagier ist weg, aber hier sind jetzt auch... Hier sind keine neuen aufgetaucht in der Zwischenzeit. Dann müsste ich jetzt mal zu Rivali wechseln, denke ich, ne? Der hat bestimmt alle Hände voll zu tun. Ja! Das sieht nicht ganz so gut aus hier. Erstmal hier einen Rundumschlag. Ja, hier ist ein bisschen Party. Hört auf zu zappeln! Gefällt euch das? Hier ist einiges an Paar. Oh mein Gott, hier ist richtig Party. Kein Entkommen. Noch ist es nicht vorbei. Damit könnte man. Erwische ich damit? Kein einzig. Nice! Schön. Hört auf zu zappeln! Das war's! Ich muss nur einen mal erwischen, dann nehme ich die anderen ja mit. Jetzt! Das meinte ich. Jetzt kriegen die richtig aufs Maul. Sehr schön. Das hat ordentlich gezündet. Aber er ist für die Mission fast wieder schon ein bisschen zu schwach, ne? Egal, jetzt kriegen wir erstmal hier gleich den Artings raus und dann können wir hier wieder ein bisschen aufräumen. Sehet und staunet. Ohne Gnade! Der Sieg geht auf mein Konto! Hey! Das hat er zwar trotzdem ganz schön gezündet jetzt auf jeden Fall. Kriegt da drüben Energie? Nein. Moment mal! Das ist alles nur Magie. Ah, weg, ausweichen. Hilfe, oh Gott. Aber ich glaube, wir haben hier genug uns verteidigt, dass wir wechseln können zu Mifa und er kriegt das hier als Computer alleine hin? Fragezeichen. Ich bin mir ein bisschen unschlüssig. Aber Mifa meckert bisher nicht. Also Mifa kommt klar. Ich glaube, ich kann hier bleiben. Ich glaube, ich kann hier bleiben. Ist ja nur noch 30 Sekunden. Oh, der eine ist gleich down. Dann habe ich wieder hier eine ordentliche Möglichkeit für einen Attackenhagel. Musst du den richtigen erwischen. Jetzt. Und. Yes. Perfekt. Das muss gereicht haben. Jawohl. Ah, nice. Hervorragend. Puh. Trotzdem kein Fan von diesen Zeitmissionen, wenn man die Zeit komplett aushalten muss. Okay. Sehr schön. Wie gesagt, die nächste Mission ist gleich oben rechts. Bitte keine neue Mission. Gut. Eskorte für den Boten. Na dann. Das sollte jetzt leveltechnisch hinhauen. Auf geht's.
Dum, 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 dum. So. Auf geht's. Okay, was muss ich tun? Muss ich ihn hier einfach eskortieren oder kann ich im Voraus vorrennen und... Achso, begib mich zum Ziel, okay. Nicht gut. Also der darf halt nicht kaputt gehen. Okay. Ich bin aber auch gerade in einen Kampf verwickelt. Ich glaube, es ist sogar der gleiche Kampf. Denn ja, es ist der gleiche Kampf. Aber so weit ist es ja nicht. Also das... Ne, wenn wir auf der Karte gucken, soweit ist es ja noch nicht zum Ziel. Das sollten wir ja wohl hinkriegen. Ich meine, man sieht das Ziel sogar auf der Seite. Aber es tauchen wahrscheinlich ständig neue Gegner dann auf, oder wie sehe ich das? Hallo, was ist jetzt mit dir? Musst du jeden einzelnen Gegner besiegen, oder was? Na komm. So. Jetzt ist jeder einzelne Gegner weg. Können wir jetzt weiterlaufen? Schön. Da tauchen bestimmt jetzt überall Gegner auf. Ich sehe das schon kommen. Ach, verflucht verstanden. Konzept verstanden. Das heißt, ich kann nicht vorarbeiten. Oh, das war die falsche Richtung. Scheiße. Ah, ich hab sie trotzdem doch erwischt. Dann ist ja gut. So. Können wir jetzt weiter? Nee, da ist noch einer. Okay, verstehe. Immerhin geht's nicht auf Zeit. Ist ja auch was. Und tschüss. So, komm jetzt hier durch. Ist ja nur noch zu dem Feld hier. So, auf dem Feld tauchen jetzt auch wieder Millionen Gegner gleich auf. Ist einfach aus dem Nichts. Die ganze Zeit alles still und dann plötzlich tauchen sie einfach auf. Zack! Ja, das ist vielleicht nicht das, was ich erwartet habe. Hilfe! Ach du Schande! Das ist nicht... Achso, ich kann den ja gar nicht mit Pfeilen jetzt in sein Auge schießen. Muss ich jetzt anders machen, okay. Geht aber auch klar, scheinbar. Sehr schön. Ins Gesicht. Sehr schön. Das war's. Na, es reicht noch nicht. Schade. Aber gleich. Aber gleich war's das. Weg da.
Tschüss. Easy. Easy every time. Okay. Gut. No! Eine Waffe zu viel. Okay, naja gut, wir haben ganz viel Schrott. Zum Beispiel eine verrostete Hellebarde. Man sieht halt auch nicht, was aus der werden könnte, ne? Und ich gebe kein Geld aus, um das entrostete Zeug zu... Das mache ich nicht. Das brauchen wir echt nicht. Das gab ordentlich, Dings. Vielleicht können wir jetzt wieder mehr so Freischaltmissionen machen. Nein, neue Mission. 2. Verdammt, der macht einfach 2 Missionen. Na gut. Was haben wir da? Wieder Mifa. Tägliches Training Hyrule, also gegen Soldaten kämpfen. Prinzessin Zeldas Ritter. Das ist eine Link-Mission. Okay. Dann machen wir wohl beide im nächsten Part. Danke fürs Zugucken. Und ich gehe nochmal kurz hier alles durch. Aber es sieht nicht gut aus. Wir können noch nichts machen. Nee. Okay, nächstes Mal die 2 Missionen hier. Danke fürs Zuschauen und tschüss.